schaffe ich das alles nicht. Ich freue mich, dass Sie hier sind, meine Damen und Herren, gerade frisch aus, relativ frisch aus Kanada, gerade wieder zurück. Und ich bin ja nun auch viel unterwegs. Ich habe festgestellt, für einige ist das hier fast ein Heimspiel. Also ich habe viele Gesichter schon, die ich immer wieder sehe. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich gerade gehört von einem meiner Vorredner, der Herr Professor Krämer, der bereits schon auf die Geldschöpfung eingegangen ist. Insofern werde ich das kurz durchfliegen und vielleicht noch mal einen ganz kleinen Part über die Kamera probieren. Das ist bei mir ein Dauerproblem, das ist sicher stehen bleiben heute. Ich möchte gerne, dass wir vielleicht als Grundlage noch einmal auch im Anschluss meines direkten Vorredners, des Herrn Graf, nochmal versuchen, nochmal klarzumachen, dass wir die Situation dringend unterscheiden müssen. Unsere Welt besteht aus zwei Bereichen. Das eine ist das Wissen und das andere ist der Glauben. Und das große Problem ist, dass diese Grenze sehr oft verschwimmt. Und es gibt daraus noch einen weiteren Bereich, das ist nämlich der Aberglauben. Und der ist tatsächlich momentan sehr präsent. Für mich ist das nur ganz wichtig, dass Sie vielleicht versuchen, sich klarzumachen, wenn einige Dinge jetzt gegen ihre persönliche Toleranz, tolerare kommt aus dem Lateinischen, ertragen, erleiden, erleben, dass sie es wirklich versuchen zu ertragen, bevor sie urteilen. Das ist ein großes Problem. Ich selbst bin auch davon betroffen, weil ich auch immer wieder feststelle, wo meine Dogmen liegen, denn niemand kann sich davon freisprechen. Und da bitte ich um Nachsicht, denn wir haben ein Problem. Vielleicht, wenn wir geboren werden, dann sind wir quasi noch eine Art unfertiger Mensch. Das heißt, ich mache das mal gestrichelt. Und wenn wir geboren werden, quasi als Fötus, haben wir eigentlich alle Voraussetzungen, um ein tatsächlicher Homo sapiens im besten Sinne des Lebens zu sein. Das wäre das, was wir an Potenzial letztendlich haben. Leider, auf diesem Weg dorthin kommt uns etwas dazwischen. Das ist das hier, das nennen wir Erziehung. Und diese Erziehung letztendlich ist ein Problem, das ist eine Blockade, das fängt überall an, das fängt mit den Eltern an, das geht über die Lehrer, das geht hinter über das System, bis hin zu Kundenberatern und letztendlich wird aus uns dann eines gemacht, das ist eine Art Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt, den sollen wir erreichen, um letztendlich unsere Funktion im Rahmen dieses Systems ganz wertfrei durchzuziehen. Und jeder, der hier außerhalb dieses Durchschnitts sich bewegt, Sie gehören alle dazu, sind entweder blöd oder kriminell oder was auch immer. Das ist ein großes Problem, weil hier natürlich mit Dogmen gekämpft werden müssen, da wir nämlich hier offensichtlich, und in solchen Kreisen ist das immer der Fall, aus dem Durchschnitt herausragen. Und das ist ein großes Problem. Mir geht es darum, zu versuchen, auch die Menschen zu erreichen, die ja tatsächlich diese Bandbreite verlassen wollen. Denn wir haben das Problem, dass wir konfrontiert werden mit einer Realität und wir sind letztendlich die Personen, die diese Realität wahrnehmen. Und zwischen der Realität und der Wahrnehmung lassen sich hervorragend Filter einsetzen, systematisch bedingt, mit der letztendlich auch gewollt, nicht nur ungewollt, sondern auch gewollt, tatsächlich die Realität oder die sogenannte Wahrheit tatsächlich auch verfälscht wird. Und das ist unser System, in dem wir zurzeit leben. Man nennt diesen Zustand Meme. Es gibt eine Wissenschaft, die nennt sich Memetik. Sie wird auch als Pseudowissenschaft bezeichnet. Gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir sind permanent damit konfrontiert, dass wir oft unter Wahrnehmungsschwächen leiden. Weil wir tatsächlich die Realität nicht kennen, durch nämlich diese Gleichmachung im Rahmen eines Durchschnitts. Das ist vorweg eine kleine Gebrauchsanweisung nur, die ich mir jetzt einmal ganz kurz nehme für meinen Vortrag, bevor ich jetzt zu dem Thema einsteige. Der Plan B, ich habe gerade gehört, wir haben uns mit dem Thema hier im Vorfeld, ich habe es leider nicht geschafft, ich hätte gerne den Herrn Krämer noch gehört, aber es ist hier ein Problem mit der Parkgeschichte, mit den Parkanlagen hier, das ist nicht sehr einfach gewesen, aber ich habe hier meinen Sorgen-Caddy hier sauber geparkt und das ist alles wunderbar, so dass wir alles dabei haben. Wir wollen uns mit der Neuordnung beschäftigen. Ich möchte gerne auch ein bisschen Perspektive Ihnen geben. Und zwar natürlich nicht in dem Sinne, dass ich die Perspektive en Detail hier zum Besten gebe, sondern indem ich versuche, aus meinem Weltbild mimetisch, soweit es irgendwie geht, aus meiner Sicht befreit, was nicht einfach ist, auch da sind noch viele Dogmen drin, fressen Sie nicht alles, was ich sage, eins zu eins. Ich habe quasi einen Supermarkt mit meinem Weltbild und Sie können selbst sehen, was Sie davon nehmen.
Ist egal, ist toll, was ich Ihnen jetzt sage, und Sie müssen selbst wissen, was Sie für sich entscheiden. Je weiter, je unterschiedlicher wir Menschen sind letztlich, desto schwerer wird es für das System, uns eindeutig und eben halt in dieser Konformität auch zu führen, in dieser Uniformität. Das sind ja Uniformen, das sind ja nicht mehr richtige Universitäten, sondern auch Uniformitäten, die wir hier haben. Und wenn einer 8 Jahre auf der Uniformität war, zum Beispiel Betriebswirtschaft studiert hat, dann hat er natürlich eben halt 8 Jahre lang eine Infusion bekommen und die heißt dann Gewinnmaximierung. Das ist eigentlich das Wort, womit letztendlich alles dargestellt wird. Und wenn man sich die Volkswirtschaft ansieht, dann bleiben zum Schluss nur 2 Vokabeln übrig. Wir sehen das im Augenblick. Das eine heißt Sparen und das andere heißt Wachstum. Und Sparen ist noch falsch gewählt, weil es ist ja kein Sparen, es ist ja Kürzen. Das Wort wird nicht mal richtig gewählt und eine sehr exakte Formulierung. Eines der großen Probleme, Herr Graf hat es deutlich gemacht, wir sind sehr schlampig mit unseren Vokabeln. Und deshalb entsteht natürlich auch so viel an Irrtum. Und bevor wir anfangen, die großen Themen zu diskutieren, sollten wir erst einmal eine gemeinsame Sprache lernen, damit wir wissen, worüber wir reden. Das kann ohne weiteres sein, dass einer sagt, Thema Demokratie ist ja auch eins meiner Steckenpferde. Übrigens, in Deutschland leben wir nicht in einer Demokratie, das steht auch nirgendwo geschrieben. Wir leben nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Das ist nahezu das Gegenteil von Demokratie. Diese Unterscheidung aber findet überhaupt keiner und die kann gar keiner nachvollziehen, weil wir auch so beides Demokratie. Aber das ist unser Problem, weil wir eben halt nicht hinter die Themen sehen sollen, sondern wir werden mehr oder weniger auf Mainstream abgerichtet in den Indoktrinierungsanstalten und das fängt mit dem Kindergarten an und hört mit der Universität auf. Und ich meine das nicht bösartig, sondern als Systembeschreibung. Gehen wir mal ganz kurz nochmal in die Geldsystematik rein. Ich möchte mit Ihnen heute Folgendes machen. Ich sage das im Vorfeld für diejenigen, die einschlafen, dass sie wissen, was sie versäumen. Das heißt, ja, ich möchte kurz den Ist-Zustand beschreiben, in dem wir uns derzeit befinden, aus meinem Weltbild, ein bisschen salopp. Ich weiß gar nicht, warum ich immer nach Mittag eingesetzt werde. Das ist eigentlich am schwersten. Dann möchte ich gerne natürlich auch einen Zielzustand mal definieren, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, und dann kommt der entscheidende Punkt. Wie kommt man dahin? Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und dabei werde ich natürlich auch einige Dogmen über den Haufen schmeißen. Gehen wir mal zurück auf die Situation des Geldsystems. Ich werde das etwas schneller abreißen, sodass ich dann vielleicht sogar noch auch Fragen beantworten kann ganz zum Ende, weil oft tun sich dann noch Fragen auf. Wie entsteht Geld? Beispiel am Finanzkrise 2008. Das ist ja eine sehr spannende Geschichte. Banken brauchten Geld. Das wissen wir alle. So kann man es übrigens auch dem Laien erklären. Anhand dieses Vortrages lassen sich auch dem Laien relativ einfach und exakt und vor allem auch mathematisch korrekt, denn das ist ganz wichtig, wir sollten die Mathematik nicht völlig ad acta legen und opfern im Prinzip ein Räucherkerzchen und nur sagen, sondern es gibt auch noch was dazwischen. Das ist mir sehr wichtig, weil wir haben teilweise auch dort sehr, sehr, sehr starke Dualitäten. Die einen lehnen alles ab, was mathematisch ist und die anderen lehnen alles ab, was geistig und spirituell ist. Ich denke, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich denke, darauf werden wir uns auch ohne uns Probleme zu machen zu einigen. Also bekamen Sie es vom Staat. So, die Problematik ist, Frau Merkel hat uns erklärt, es ist alternativlos und sie ist Kanzlerin, sie darf nicht lügen, also sie sagt, es ist die Problematik. Und sie versteht auch unsere Interessen, wir haben ja, Volksvertreter. Spannend, wir sind ja eigentlich ist ja das Volk der Souverän, also ist die oberste Instanz. Wenn die oberste Instanz sind, warum brauche ich dann noch einen, der mich vertritt? Gegen mich selbst. Also, man sollte mal so drüber nachdenken. Das fand ich da ganz spannend. Dann kommen wir natürlich in die Parteiendemokratie, aber die funktioniert ja auch nicht. Also, folgende Situation. Banken brauchten Geld, also bekamen sie es vom Staat. So, was war damals gewesen? Frau Merkel sagt, oh Gott, unser Finanzsystem ist alternativlos, das haben wir gelernt. Wir müssen es jetzt retten und jetzt müssen wir erstmal Geld kriegen. Jetzt guckt Frau Merkel in ihre Kasse, guckt rein, stellt fest, 1,8 Billionen Minus. Jetzt greift sie rein in die Kasse, holt nochmal 200 Milliarden wie aus Zauberhand heraus und gibt sie den Banken. Man fragt sich, wenn sie so an ihre eigene Kasse denken, wie das möglich ist. Weil wir haben im Finanzsystem eine Problematik, die uns in der Realität völlig abgeht.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Raum und da sind 5 Leute drin und jetzt gehen 8 raus, dann müssen 3 reinkommen, dass der Raum wieder leer ist. Aber unser Finanzsystem funktioniert genau auf dieser Ebene. So, jetzt wird es interessant. Die Staatskasse hat also 1,8 Billionen Euro minus. Woher nahm also der Staat das Geld für die Rettung der Banken? Und das ist spannend. Der Staat lieh sich das Geld von den Banken. Also die Banken brauchen Geld, der Staat hat keins. Und jetzt leiht sich also der Staat von den Banken, die kein Geld haben, Geld, um es dann den Banken zu geben. Klingt nach Hütchenspiel. Hier sollte man nachhaken. Ich habe es noch ein bisschen verändert hier extra, dass es nicht zu jetzt in die sehr schön machen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So. Und hier wird es sehr spannend. Und hier sollte man wirklich nachhaken, wie funktioniert das mit dem Geldsystem. Wir wissen, dass die gesamte Welt in Schulden versinkt. Die Weltverschuldung beträgt zurzeit ca. 32 bis 35 Billionen. Die gesamte Welt ist also verschuldet. Aber bei wem? Bei anderen Planeten? Außer bei wem? Das heißt, es ist bei Generationen. Unsere Generation ist verschuldet bei den zukünftigen Generationen. Kann denn tatsächlich eine Generation bei einer anderen Generation verschuldet sein? Was ist das für ein absurder Gedanke überhaupt, der uns hier führt? Das drängt uns dringend, darüber nachzudenken, was hier läuft. Wir stellen fest, dass die Bundesrepublik Deutschland schon seit etwas über 2 Billionen explizite Schulden hat. Implizit sind es ungefähr 5 Billionen, das sind die Realschulden, ca. 8 Billionen, aber Gründungsdifferenzen haben wir überall. Das heißt, wenn wir uns mal eine ordentliche Buchführung eines Betriebes, eines Gewerbes oder eines kaufmännischen Betriebes ansehen, dann werden wir feststellen, dass wir für Altersversorgung, betriebliche Altersversorgung, natürlich Rückstellungen auf der Bilanzseite bilden müssen, nämlich der Betrieb verschuldet sich ja gegen die späteren Arbeitnehmer, also die späteren Rentner, die dann irgendwann natürlich dann ihre Rente bekommen wollen. Und dafür muss das Unternehmen in irgendeiner Form eine Bilanzposition bilden. Ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Bilanzdinge rein, weil Bilanzen dienen genau wie die ganze Buchführung eben nur der Verwirrung und weniger der Klarheit und Wahrheit. So wird es allerdings erklärt, was ja offen immer das Gegenteil in vielen Bereichen. Und wir haben eben halt, wenn wir diese Rückstellungen bilden würden in der Staatsbilanz, müsste man natürlich die zu erwartenden Beamtenpensionen natürlich mit einkalkulieren, so wie das jeder ordentliche Betrieb machen würde. Er müsste auch auf der anderen Seite eventuell aktivieren, gewisse Rücklagen, um das nachher zu finanzieren. Beides findet nicht statt, es ist nicht existent. Und so kommen wir auf die Irrtumszahl von 2 Billionen, die eigentlich 8 Billionen sind. Ich finde das nur ganz wichtig, dass man die Zahlen mal nennt. Die Weltverschuldung explizit, die implizit ist ein Mehrfaches, können Sie sich vorstellen, beträgt also 32 Billionen Euro. Deutschland hat 2 Billionen, USA hat jetzt 13, 14 Billionen, Japan glaube ich 10 oder was in dem Dreh. Aber bei wem? Jetzt haben viele ja bei anderen Staaten. Ja gut, da könnte man das ja gegeneinander aufrechnen. Also wenn ich ein Thema 100 Euro leihe und er leiht mir in einer Woche auch 100 Euro, dann können wir nicht sagen, wir haben 200 Euro Schulden, sondern wir sind eigentlich glatt. Aber im Geldsystem ist es eben halt so, dass es tatsächlich ein Schuldgeldsystem ist. Es sind jetzt 200 Euro im Umlauf, das sind Schulden im Umlauf und somit Geld. Weil Geld und Schulden sind dasselbe, deshalb steht auch auf der Dollarseite, auf dem Greenback hinten drauf, this note is legal tender for all debt, public and private. Diese Note, diese Banknote ist gesetzliches Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlich-rechtlichen Schulden. Das ist wichtig, dass das verstanden wird. Also diese Weltverschuldung, die nehmen wir erst einmal nicht wirklich ab. Bei wem? Wie entsteht Geld? Durch den Staat. Der Staat sind wir. Staat kommt von Status. Status ist ein Ist-Zustand, der soll aufrechterhalten sein. Darüber habe ich geschrieben. Nein, der Staat kann kein Geld drucken. Denn hieß es ja Staatsnoten. Das heißt aber Banknoten. Die Sprache ist ja sehr exakt. Also wir wissen ja auch, dass der Staat es sich von den Banken leihen muss. Sonst heißt es ja auch nicht Banknoten. Es gab übrigens mal jemanden, der wollte Staatsnoten einführen. Das war im Jahr 1963. Das war John F. Kennedy.